Du willst mit deinem Tor in einer Goal Compilation sein oder in einer Top 5 of the Week oder Month? Dann schicke mir eine E-Mail mit deinem YouTube-Channel-Link an rrgoalihd@googlemail.com. Natürlich auch noch das Video dabei senden. Und das war's auch schon. Dann kommst du vielleicht in die Compilation. Viel Spaß bei dem Video. Hallo meine Damen und Herren zu einem neuen Let's Play. Part Nummer 15 mit Manchester City. Im letzten Part haben wir mit zwei Partien etwas mehr gespielt als normalerweise. Jetzt sind wir gegen Chelsea dran. Weltklasse 6 Minuten und Regen steht hier. Die Aufstellung hatte ich glaube ich schon mal geändert in der letzten Folge. Werde da aber jetzt noch kurz einige Feinheiten treffen, nämlich Ter Stegen mal auf die Ersatzbank setzen. Und ansonsten können wir das eigentlich so lassen, sind alle ziemlich fit. Ja, kann doch eigentlich losgehen, würde ich mal sagen. Hayden Pennyfeather ist der Schiedsrichter am 11. Dezember 2011 um 16 Uhr. Ja gut, eben habe ich eine schöne Mitteilung bekommen, oder zumindest mal einen Kommentar bei Part Nummer 14 von Erhado. Er meinte, stell doch die Schussherde auf 75. Als ob ich das nicht schon gehabt hätte. Also ich glaube, wenn ich die Schussherde auf 75 habe, dann schieße ich die Dinger wohl immer drüber. Aber nicht immer, sondern immer, immer. Ich wurde übrigens gefragt, wie dieser Trick da geht. Einfach nur Schuss antäuschen und in der Richtung bleiben. Also immer so. Typ. Oder der hier, das geht nämlich auch. Der geht nämlich ungefähr genauso. Einfach nur mal ausprobieren. Einfach immer nur Schuss antäuschen ausprobieren, würde ich mal empfehlen. Oh, das war jetzt etwas zu viel. Jetzt habe ich nochmal eine E-Mail bekommen, dann vibriert mein Handy immer so schön. Was haben wir denn hier? MyBMX Forever hatte ich auf YouTube abonniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Mittlerweile haben wir auch schon die 1600 Abonnenten erreicht. Es ist echt heftig, wie das abgeht. Vielen Dank. Warte mal, ich schaue mal nochmal genau nach. Wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt laut Social Blade 1556 und laut YouTube 1604. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Ah, jetzt merke ich auch, am Anfang war es noch eine Differenz von 25, die abgezogen wurden. Und es werden immer mehr Abonnenten, die von YouTube gelöscht werden, sozusagen. Das dauert wohl seine Zeit, habe ich so das Gefühl. Erstmal trickse ich jetzt hier so ein bisschen rum, weil ich gerade sonst nichts zu tun habe. Aber eigentlich geht es ja hier darum, ordentlich zu spielen. Gut, mir ist aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht über meine Alkoholbestände seit meiner Feier am 18. aufgeklärt habe. Also ich wollte eigentlich mal meine ganzen Alkoholbestände loswerden, was ich denn da alles noch so habe. Und da ist schon einiges zusammengekommen, so rum. Ja, das wollte ich aber jetzt auch nicht machen. So, David Silva auf Mvila. Das werde ich gleich auch mal loswerden. Ich glaube, da ist bestimmt jemand dran interessiert, oder? Gut, werde ich mal kurz machen. Also, wir haben hier eine Flasche Johannisbeer-Schnaps. Eine Flasche Cinzano Bianco, dann noch 1, 2, 3, 4 Flaschen klaren Wodka, 2 Flaschen Behrensen, 3 Flaschen Jägermeister 0,7 Liter, dann ein, was ist denn das? Noch irgendein Schnaps, dann noch Jelzin roten Wodka, eine Flasche Jack Daniels, eine Flasche Waldgeist, eine Flasche Eierlikör, eine Flasche Asti, eine Flasche Kiwi-Wodka, dann noch ein etwas anderer Kräuterlikör, dann noch hier eine Flasche Whisky und noch 4 Flaschen Malibu und noch 2 Red Bull. Das war's. Das sind die Alkoholbestände, auch wenn Red Bull kein Alkohol ist. Das wollte ich nur mal gerade so loswerden. Außerdem habe ich noch 9 Kästen Urpilz im Keller. Das heißt noch ganz viel Bier, was ich in nächster Zeit trinken kann. Ey, Neymar, warum lässt du dir den Ball so leicht abholen? Komm, 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 der ist dir, Aguero. Oh, schade. Jetzt aber, der ist mir, jawohl. Nasri, auf Aguero. Aguero, komm in die Mitte zu Neymar. Nein, ich wollte doch noch gar nicht schießen. Ach, so ein Mist. So ein Mist aber auch.
Oh nein, jetzt geht schon wieder, diese Geräusche gehen schon wieder los. Oh, der kann den Trick anscheinend machen, oder was? Raul Merelech. Oh, leck mich doch am Arsch. Das war gewitzt. Das war heftig. Das war ein geiles Tor. Das kann ich der CPU gar nicht schlecht sprechen. Schaut euch das mal an. Super gemacht, wie der den drüber lupft. Na gut, auf den Schock mache ich mir jetzt echt mal ein Bierchen auf. So. Das war jetzt irgendwie leicht schockierend. Wieso hat er den so geil reingemacht? Ich kann das nicht. Villa. David Silva. In der Mitte Aguirre. Ha, ausgetanzt. Neymar. Oh, wo macht denn der das Ding hin, Junge? Komm, bitte. Jawohl, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. David Silva, geh ab, Junge. Ja, da sind wir doch schon auf dem Weg. Jetzt können wir auch das 1:1 schießen, würde ich mal sagen. Oh, wo macht denn der... Oh, nein. Ne, das 1:1 will anscheinend niemand haben. Komm, hol dir den Ball, Junge. Hol ihn dir. Der Ball ist unser. Die Macht ist dein. Der Ball ist unser. Ist doch beide alles dasselbe. So, jetzt schöner Pass auf David Silva. David Silva, David Silva. Einmal dran vorbei hier. Oh, jetzt leckt's. So ein Mist. Jetzt geht's weiter. Aguero. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Diese scheiß Lecks haben uns gehindert, ein Tor zu schießen. Jetzt David Silva. David Silva. Oh, was für ein Schuss. Ja, gut, wir haben Schusshärte immer noch auf 51 und trotzdem kommen da so Granatendinger bei raus. Komm, komm, hol dir den. Ja, oh, das war ein guter Kopfball. Ich möchte gar nicht wissen, was da passiert wäre, wenn ich die Schusszeit jetzt auf 75 hätte, wie Erhardo gesagt hat. Das wäre bestimmt übertrieben gewesen. Es wundert mich sowieso, dass selbst bei 51 die Schusszeit noch so groß ist. So heftig ist. Das ist mir vollkommen unerklärlich. Neymar, David Silva. In die Mitte zu Neymar. Neymar. Nein, ich hätte doch einfach schießen können. Da habe ich zu spät dran gedacht. Oh, da. Sag mal, also manchmal verstehe ich die CPU hier wirklich nicht. Ich passe, ich drücke auf Passen und er... Oh, und er kommt einfach nicht auf die Idee, das Ding dahin zu passen, wo ich auch den linken Stick hinhalte. Na gut, manchmal muss man das einfach nicht verstehen. Da ist ein bisschen eigensinnig, der Controller. Oh, Bale, den kriegst du noch. Nein, den kriegt er natürlich nicht. Terry. Köpft das Ding aber weit daneben. So, machen wir mal Abstoß, sonst... Nein, falsche Richtung. Oh, egal. Hummels. Touré. Jetzt geht's schnell nach vorne. Neymar. Oh, David Silva. Aguero. Oh, da ist das Ding drin. Jawohl. 30. Minute. Sergio Lionel Aguero. Ja, er heißt wirklich Sergio Lionel Aguero. Nicht, dass mir das niemand glaubt. Er heißt Sergio Lionel Aguero. Das könnt ihr auch gerne bei Wikipedia nachschauen. Kun Aguero ist nur sein Spitzname. Er heißt wirklich Sergio Lionel Aguero. Glaubt mir das ruhig. Das hat mir nämlich schon mal jemand die Frage gestellt. So, jetzt David Silva, David Silva in die Mitte. Oh, faul. Aber David Silva, oh, schade. Hm, das Bier zeigt seine Wirkung. Direkt mal voller Drang nach vorne. Ne, das war natürlich jetzt nur ein Witz. Ich empfehle euch, solange ihr unter 16 seid, trinkt kein Bier. Ich bin jetzt zum Glück schon 18 jetzt mittlerweile. Haha, damit kann ich jetzt noch 10 mal angeben. Kann ich mich noch 10 mal freuen, sagen wir es mal so. Oh. Gareth Bale. Mika Richards. David Silva. Neymar. Neymar, das setzt dich doch durch, Junge. Du bist doch schnell wie die Wutz. Schnell wie die Feuerwehr. Mats Hummels. Touré auf Aguero. Neymar.
Oh, der war schlecht. Also durchgesetzt hat er sich gut, aber der Schuss war dann am Schluss doch schlecht. Da habe ich es wohl etwas übertrieben mit den Tricks. Oder war einfach dann im Abschluss nicht gut genug? Neymar, Alter, ist das ein Schuss, Digga. Das ist echt ein heftiger Schuss. Oh, jetzt leckt es schon wieder. Kurze Pause. Ja, weiter geht's. Da war eine kurze Unterbrechung drin, ne? David Silva. Touré. Oh, das ist Nasri. Nasri, gute Position. Oh, dann schieß doch auch früher, Junge. Wenn ich doch schon drauf gedrückt habe. So ein Mist. Meine Güte. Jetzt. Oh, Mist. Da steht ganz frei, der Kerl. Hol dir das Bam. Weggewichst. Doch nicht. Schade. Gareth Bale, du bist doch schneller. Du bist doch wohl schnell wie die Wulz. Warum gehen meine Spieler nie so ran, wie ich das gerne hätte? Jetzt geh mal ab, Junge. David Silva. Jetzt auf Neymar. Geh ab, Junge. Flupp. Einmal in die Mitte. Neymar. Jawohl, das ist das Ding drin. 45. Spielminute. Neymar. Yeah. Da haben wir es. 2:1 nach 1:0 Rückstand. Schönes Ding. Gut so. Das brauchen wir auch. Wir wollen ja an Chelsea vorbeiziehen. Und das können wir nur mit einem Sieg. Weder mit einem Unentschieden noch mit sonstigem. Wir müssen einfach gewinnen. Das muss ich hier auch unbedingt noch hinbekommen. Wir werden uns das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Wir versuchen hier noch das 3:1 zu erzielen in der zweiten Halbzeit. Und dann kann es weitergehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt keinen... Nein! Oh, leck. Schießt er das Ding auch noch daneben? Fernando Torres war das, oder? War doch Fernando Torres. Ne, das war jetzt ein Tor. Das war Fernando Torres. Ist das irgendwie mittlerweile normal für ihn, dass der die Dinger so verhaut? Da ist doch irgendwie jetzt im Moment so eine Welle gegen ihn am Laufen, dass der ja nie was trifft und so. Ist das irgendwie so? Weil der hat nämlich das Ding noch jetzt auch nicht getroffen. Ist das bezeichnend für ihn oder war das jetzt nur Zufall? Nasri. Aguero. Geh ab, Junge. Jetzt in die Mitte zu Samir Nasri. Samir Nasri in die Mitte. Nein, der war zu weit nach innen gelegt. Ich habe übrigens gerade eine E-Mail bekommen. Die müsste ich mir auch mal noch anschauen. Oh, geh ins Aus. Mist, macht er nicht. Er hört nicht immer auf mich, der Ball. Aguero. Neymar. Ach Mist. Schauen wir mal nach der E-Mail. Mach schon. E-Mail. Kommentar zu 114. 41 Minuten. Juhu, sagt Werder Ultra 25. Ja, das ist viel. Kommentar in deinem Profil. Sashi 1991.1 irgendwie so. Lass bitte Bale immer vorne, der wird sich dort richtig geil entwickeln. Glaub mir, Alex, mach es für uns alle. Okay. Weiter geht's. Komm schon, wieder nach vorne. Samir Nasri. Oh, leck, haut der das Ding drüber, Junge. Peter Cech hatte schon 6 Paraden zu absolvieren. Dagegen Joe Hart gerade mal eine. Oh. Warum hat der jetzt einen Wurf? Das verstehe ich nicht ganz. War der wirklich von unserem geköpft? Was macht der denn da? Fernando Torres gegen Vincent Kompany. Und Vincent Kompany hat gewonnen. Boah, da geht er ab, der Kompany. Vincent Kompany auf Neymar. Oh, krasses Foul an Neymar von Ivanovic. Das finde ich schon mal gar nicht gut. Wie machen wir das? Zweiten Spieler rufen. Und dann schießen wir mal mit Neymar. Bam! Oh, der war gut. Aber auch gut gehalten von Cech. Aguero. Oh, das war nix.
Ich hasse diese kurzen Eckbälle. Ich wollte es aber mal bei FIFA jetzt. Das war das erste Mal, dass ich einen kurzen Eckball gemacht habe bei FIFA. Ich wollte den unbedingt mal ausprobieren. Ich habe den, ich also in echt, wenn die meine Teamkameraden machen, da raste ich immer total aus, weil mir der übel auf den Sack geht. Aber ich wollte ihn jetzt hier mal ausprobieren. Aber der bringt nichts. Genau wie in echt, bringt nichts. Nein, das da war schlecht. Das war schlecht. Das war der totale Scheiß von mir. Komm, Kompanie, der ist dir. Der ist dir. Oh nein. Nein. Na, gut so. Gut so, gut so, gut so. Jetzt habe ich gedacht, ich kassiere jetzt noch ein Eckballtor. In der 63. Minute. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber so Gegentore sind allgemein nicht so schön. Egal jetzt ob 63. oder 90. Minute. Oder per Kopfball oder per Eckball oder per Flanke oder per Schuss oder was weiß ich. Per Elfmeter. Oh, was mache ich da schon wieder? Abseits. Ne, war es doch nicht. Da hat noch jemand gestanden. Komm, jetzt hol ihm doch mal einen Ball ab und schieß mal nach vorne hier. Ich will jetzt mal nochmal ein Tor schießen, Mensch. Es gibt Gas. Hau das Ding nach vorne. Oh, schon wieder Lex. Mann. Weiter geht's. So. Mika Richards. Jetzt einmal durch. Ja, schön. Rennen. Gib Gas, Aguero. Das ist zu langsam, der Kerl. Das gibt's ja nicht. Jetzt hat. Oh, jetzt habe ich schon nach der Happen wieder. Oh, jetzt holt er mal einen Ball, Mensch, ja, so eine Kacke. Klau ihm den Ball, klau ihm den Ball. Jawohl, gut so, Kompanie. Jetzt, Nasri, auf Aguero, Aguero. Oh, Aguero, das gibt's doch nicht. Lass dich doch nicht einfach so fallen, Junge. Lass dich doch nicht so gehen. Das macht doch, das bringt doch niemandem was. Essien, 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 eins von beidem. Torwart, Joe Hart hat ihn. Gut so, Junge. Ja, jonglier du mal ein bisschen. Dö. Joe Hart. Und wie David Silva. Boah, super durchgesetzt. Oh, aber den kriegt er noch. Nasri! Powerschuss. Ey, das ist echt ein heftiger Schuss, wenn er so selbst nur mit 51 Schuss härte. So, wen holen wir raus? Neymar, würde ich sagen. Bringen wir Ayew rein und Balotelli für Aguero. Ansonsten brauchen wir erstmal nichts zu tun, sonst ist die da ziemlich fit. Oder doch, wir werden Bale hier für David Silva einwechseln und David Silva natürlich durch Azpilicueta ersetzen. Ansonsten hätte dieser auf der linken Verteidigerposition gar keinen Sinn. David Silva, was soll der schon da? Verteidigen kann er bestimmt nicht so gut. Oh. Richards, gib Gas, Junge. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. War der jetzt noch von mir, oder? Von wem ist der jetzt ins Ausgegangen? Wechsel, Maluda gegen Kalou. Spielen wir kurz. Wir haben ja Zeit. Drei Wechsel wurden jetzt durchgeführt, glaube ich, ja. Nasri. Da ist Balotelli. Balotelli auf Ayew. Oh, Ayew wird gefoult. Warum ahndet er das nicht, der Schiedsrichter? Das ist mir unverständlich. Oh, super von Balotelli. Och, Mensch, da. Oh, blockt er den Ball ab? Ich glaub's nicht. Komm schon. Balotelli, Ayew. Ja, am Villa! Oh, schade. Ich wollte schon Scheiße sagen, aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Das ist dann bestimmt Copyright von irgendwem. Gareth Bale! Schade, schade, schade. Gareth Bale! Das wollte ich einfach nochmal sagen. Peter Cech beim Abstoß. Hummels haut das Ding weg. Oh nein, Junge. Nein, hol dir das Ding. Oh, nochmal hin. Ayew. Ayew. Auf Gareth Bale. Gareth Bale. Schön auf Balotelli. 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 Gareth Bale. Schade. Peter Cech. Peter Cech.
Nee, so cool klingt das bestimmt nicht. Ich denke immer, das klingt cool. Vor allem das Geile ist ja, wenn du dich selbst hörst, dann denkst du immer, oh, coole Stimme. Aber wenn du dann von was aufgenommen hörst, wie deine Stimme sich wirklich anhört, dann denkst du immer, ach du Scheiße, was hab ich für eine Stimme? Und ich denke einfach, meine Stimme ist totaler Bullshit. Gareth Bale! Oh, schade. Wo schießt denn der das Ding hin? Gareth Bale! Weil vor allem, wenn ich das so sage, denke ich, boah, das hört sich aber geil an. Und wenn ich dann das aufgenommen höre, ach du Scheiße, was hast du für eine Kackstimme, ey? Also, mir geht das wirklich auf den Sack. Ich denke immer, boah, hast du eine Scheißstimme. Oder seht ihr das nicht so? Habt ihr nicht auch dasselbe Problem immer? Oder bin ich der Einzige, der das hat? Nein! Oh, das wäre jetzt heftig gewesen, wenn er jetzt schon wieder so einen reingemacht hätte. Komm jetzt noch einmal nach vorne. Oh nein, das Spiel ist aus, aus, aus. Manchester City hat gewonnen. 2:1. Jawohl, das hätten wir schon mal hinter uns. Das heißt, wir haben nun den Tabellenplatz vor Chelsea inne. Ist ja schon mal eine positive Entwicklung. Oh, monatliches Scouting-Update. Ede, das ist geil. Den holen wir uns. Spieler verpflichten. Ein Deutscher. Guter Torwart. Die zwei eher nicht so, aber den werden wir schon mal verpflichten. Den warten wir auch noch ein bisschen ab. Und was sagt er hier? Den können wir uns geben. Den holen wir uns auch. Und den können wir uns geben. So. Den holen wir raus. Den holen wir raus. Die Jugendspieler freigeben. Und dann können wir auch den hier verpflichten. Gut. Ansonsten lassen wir sie nur beobachten. Gehen jetzt mal weiter. Bis zum nächsten Spiel gegen Stoke City, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das Stoke City? Hier muss man mal nachschauen. Tabellen 15. Gehen wir mal in die Statistiken, schauen uns die Liga an. Ja, es ist Stoke City. Hier Liverpool mit 42 Punkten, allerdings einem Spiel mehr. 12 Punkte Vorsprung, maximal 9, wenn wir die nächste Partie gewinnen. Manchester United hat 5 Punkte Vorsprung. Das müssen wir irgendwie nochmal aufholen, würde ich mal sagen. Wäre ganz, ganz wichtig. Dann schauen wir mal noch, warte mal, wie viele Tore haben wir denn geschossen? 34, genauso viel wie die anderen auch. Wir sind führende Macht, was Tore angeht, aber dafür auch die niedere Macht, was Gegentore angeht, also nicht so gut in der Verteidigung. Schauen wir mal an die Spielerstatistik, wer ist denn da von uns anwesend? Balotelli mit 7, Neymar mit 7 und ansonsten niemand. Komisch. Na gut, das werden wir noch irgendwie ausbauen. Jetzt speichere ich erstmal ab, dann nehmen wir für den nächsten Part, für Part Nummer 16, dann nehmen wir eine neue Folge, ein neues Spiel auf. Bis dahin sage ich mal auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Auf Wiedersehen und tschüss.